amen amen <laughs> we've been looking at daniel 11 uh, verse 32 To 45 wir haben uns Daniel classes. 11 Vers 32 bis 45 angeschaut. For a few und zwar einige Unterrichtsstunden jetzt schon. Um, 36 to 40. Besonders Vers 36 bis 40. And the reason we've been looking at these verses und der Grund, warum wir das getan haben is because as a movement we've been so focused upon our message, weil wir als Bewegung so äh, fokussiert auf unsere Botschaft waren, dass wir ein Verständnis davon entwickelt haben, was diese Verse lehren würden, and in developing that model, und indem wir dieses Modell entwickelt hatten. Sind wir davon ausgegangen, dass es keine andere Art und Weise gibt, diese Verse zu verstehen? The reason why this is an issue in Adventism, und der Grund, warum das ein Thema im Adventismus ist, getrennt von dem äh, Thema des Herrlichen Landes in Daniel 11, Vers 41, is the following. ist das folgende. Uriah Smith wrote a book called Daniel and the Revelation. Uriah Smith hat ein Buch geschrieben, uh, uh, das mit dem Titel Daniel and the Revelation, Daniel und die Offenbarung. Most of us are familiar with it, I think everyone is. Die meisten kennen das, aber vielleicht nicht alle. First published uh, it, it its publication happens over a number of years. Ähm um, die Veröffentlichung hat sich über viele Jahre hingezogen. Um, he er hat einige Studien geschrieben, die sozusagen das uh, Embryo yeah. des, des Werkes sind. Dann hat er seinen Text über das Buch Daniel geschrieben und danach über die Offenbarung. And they get combined together in this book. Und sie wurden zusammengefasst in, in diesem äh, doch berühmten Buch. It's published in 1897. Und äh, beide zusammen wurden im Jahr 1887 äh, veröffentlicht. 1897. Das ist der Erstdruck, die erste Auflage in der Form, die wir so kennen. Und er hat eine recht feste Position davon, was Daniel 11 bedeutet. Und was interessant ist, sind die Überschriften seiner äh, seine Kapitel. I'm not sure if we know what uh, he calls this uh, chapter, chapter 11, what the title in his book is. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel in seinem Buch ist. So it's called a literal prophecy. Eine, äh, also die Überschrift zu Daniel 11 äh, bedeutet, heißt eine buchstäbliche Weissagung. Das ist ein recht interessanter Titel, ähm, wenn man das mit unserer Methode in der, in der Bewegung, in der wir sind, der wir sind äh, vergleicht. Menschen wie wir, um, ich möchte das jetzt hier nicht um, in unverschämter Weise sagen. But we would mock his version of these verses. Aber wir würden die Version seiner Verse verspotten. Wir würden sagen, es ist really eine wirklich schreckliche Verständigung von dem, was diese Versen really wirklich bedeuten. Wir würden das so sagen, dass es eine Oberfläche und auch dümmliche, dümmliches Verständnis äh, äh, von diesen Versen ist. In fact, we apply a, a term to Smith. Wir schreiben Uriah Smith ein, einen Term zu, eine te a title. einen Titel zu. Uh, what do we call him? Wie nennen wir ihn? When he, when he in this way. Wenn er an die ähm, Inspiration in dieser Art und Weise herangeht? We say this. Wir sagen ungefähr das. He goes to history, er bewegt sich in der Geschichte looks at, at, um, individuals or nations, Er schaut sich äh, verschiedene Personen oder Nationen an. Finds out what they're doing und äh, erkennt was die tun And then tries to make that fit to und dann äh, will er das an die ähm, äh, inspiration anpassen This will give you the clue. und das wäre dann das ergebnis seine informationspool ist is sozusagen bitte seine informationsquellen sind die Medien. Und, in those days it's the newspapers. Und damals waren es Zeitungen. So we often call him a, a Und deswegen nennt man ihn auch den Zeitungspropheten. Say, be so silly? Wie kann er nur so dumm sein? And yet I want to remind us, Und ich möchte uns daran erinnern, that when we go to wenn wir zum 11. September schauen, what's our methodology? Was, welche Methode benutzen wir dann? You go to the newspapers, the media, wir gehen zu den Medien, auch zu den and you see what appears to be a fulfilment of what you read. And we that quasi was wir lesen als eine an And we say, oh, what we're doing is the gospel truth. Und äh, sagen dann, was wir tun, ist die Evangeliumswahrheit. Und, yet we're exactly the same und so folgen wir der gleichen Methode, like Smith, yes. wie Eurias Smith. So we've ignored, um, our guilt, wir haben unsere Schuld dabei vernachlässigt, or about his guilt. wo wir uns über seine Schuld sozusagen überhoben haben and the problem begins in verse 36 und das problem beginnt in vers 36 so this is Uriah smith's work es handelt sich um das werk von Uriah smith it's code uh, the coding is dar und das kürzel ist dar daniel and the revelation daniel and revelation daniel und die offenbarung and it begins on page 292 und es fängt um, auf seite 292 an D -A, -R -292. -A D A R 292. Paragraph 1 is verse 36. Uh, der paragraph ein spricht über Vers 36. And he begins his commentary in uh, paragraph 2. And er uh, beginnt seinen Kommentar im paragraph 2. Do you have that or are we to paraphrase? Uh, better as paragraph, phrase, we have that book, but you don't have it with uh it'll be more than that it'll be paragraph 2 let if me see do 2 3 and 4 that should be enough i have the book also here I don't have yeah i have to find the book i have the book here wait, wait, page 292? yeah in in on on your version the the the, the pagination might be slightly different Uh, I guess I can give you the first few words. The king. Yeah, it's second, second, uh, two yeah so it should begin. You have it the king. <laughs> next one, uh, take a de take a de declaration. Yeah. The next one would be three peculiar features. Yeah. So if if he has it on his i on his iPhone, it should be the same one that's online. Uh, so, for me also, which verse? 36. Um, so, it's 292, paragraph 2. Uh, I have the German version. Um, I'll read I, it to you. The king here, that's how it begins. Yeah, I, I'm searching for 36. I'm 31 now. Give me a second. 36. Yeah. Yeah. The king here introduced. Der König yeah. von dem I, I'm in just making sure you're on the same place as we are. The next yeah. paragraph. Take a declaration. The next this power which uh, should fulfill the prophecy. Uh, and I've got take a declaration in the next verse. That's my sec. that's paragraph 292, paragraph yeah, 3. I don't have paragraphs in yeah. the German. sorry, I, I have the finn translation here. there is nothing with d-r. that's what i'm saying. It, it, the thing is, uh, there's, a, there's some discrepancy in the way it goes. all i went, f when i get to this book, uh, on my one, it tells me it's 1897, but it may be a later publication in my version than compared to yours. and yeah, we have the first one. 1872, okay. or something like that. Okay, two, three, and four yeah, I've got the king, take a declaration, three peculiar features. Yeah. Shouldn't be substantially different. Yeah. It, after verse 36, it's basically the next three paragraphs. First, 36 or 37? 36, and then it will be the next three paragraphs. So finished, buy buy yeah. Okay. The king here introduced cannot denote the same power which was last noticed, namely the papal power, for the specifications will not hold good if applied to that power. Der hier vorgestellte König kann nicht dieselbe Macht bezeichnen, die zuletzt bemerkt wurde, nämlich die päpstliche Macht. Denn die Vorgaben werden nicht gelten, wenn sie auf diese Macht angewandt werden. Then he's gonna, uh, take a from verse 37 dann nimmt er uh, ein Zitat aus uh, Vers 37 and he's use that as to prove his point. und benutzt das dann als Beweis, um seinen Punkt zu erklären. That's what um paragraph 3 says. Und das ist der Paragraph 3. He says take a declaration in the next verse. Nehmen Sie eine Erklärung im nächsten Vers auf. So he's going to use the statement from verse 37 to prove his point basically. Also er nimmt eine Aussage von Vers 37 um seinen Punkt zu belegen. Um if you, I think it's the third sentence in the paragraph it begins the only difficulty. Yes the only difficulty in applying it to a new power lies in the definite article the. die einzige schwierigkeit sie auf eine neue macht anzuwenden liegt in dem bestimmten artikel der oder the. now we've addressed this issue when we went to a previous document. but here he speaks um he expands on that thought but here um. Er erweitert er diesen Gedanken. He, he the the king, Denn so wird eindrücklich gefordert, der Ausdruck, der König würde dies als ein zuletzt Gesprochener in der identif Besprochener identifizieren. Könnte man übersetzen, ein König gäbe es keine Schwierigkeit. Und es heißt, dass einige der besten Bibelkritiker ihn so übersetzen. He names three. drei. Drei äh, benennt er. Mead, Wintel, and Boothroyd. Mied, Wintel und Boothroyd. und Boothroyd. And also und andere machen es aber genauso. The this way means that's me. Uh, diese Art und Weise bedeutet bedeutet. You go from the definite article to the indefinite article. Du gehst article. von einem bestimmten Artikel zum einem unbestimmten Artikel. So he's going to do. He's going to say a certain king. Er will, Er sagt also ein bestimmter König. And he's in quotation marks, so he's quoting either one or all of these three scholars. Und äh, weil es in Anführungsstrichen steht, ähm, zitiert er einen von diesen Wissenschaftlern. Und Smith sagt äh, weiter: äh, Damit wird eindeutig eine neue Macht auf der Bühne des Handels eingeführt. So we read, um, work in our class. Äh, die Arbeit? You mean his book? Yes, we haven't read this in our class. It's the first time we're looking at this. Wir haben das, äh, zu, wir betrachten das jetzt zum ersten Mal. Haben das also in unserer Klasse noch nicht durchgenommen. What we have done. Was wir getan haben bis jetzt. Understand that Smith is basically a plagiarizing or cutting and pasting from someone else's work. Dass ähm, Smith sozusagen Plagiat betreibt oder von anderen Werken Dinge ausschneidet und bei ihm wieder bei sich selbst wieder einsetzt. And by now we all know who that is. Und jetzt wissen wir bereits, welche Person das ist. Sister Some of us know who the person is. 1840. 1840. Wer ist diese Person? So, this is Josiah Es ist Josiah Litch. In 1841, im Jahr 1841, Lich writes, um, a pamphlet. Schreibt äh, Litch ein Büchlein. It's called an to the and the clergy. Was äh, so ungefähr heißt, ähm, adressiert an die Öffentlichkeit und besonders an die Geistlichkeit. It's a pamphlet, but it's 130 pages long. Wir nennen es äh, Büchlein, aber es sind 100. Äh, 30 Seiten ungefähr. I think what would call that a book nowadays. Normalerweise würden wir das als Buch bezeichnen. Is it, if we, if I had 130 pages, what would you call it? Would you call that a booklet or a book? Okay, have we got that my? Ähm. Danke ja. 130 pages. Okay, so This is um a study that's given both to the world and to the church. Dieses Studium um, ist bestimmt für die Welt, aber auch für die Gemeinde. And we're focused on section five and section six. Und wir haben uns auf Abschnitt five und sechs um, zentriert. The last two sections of the book. Die letzten zwei Abschnitte des Buches. Sister Sarah, section five is what. First of all, what book is he quoting from? Also, Smith, you mean Smith? Now we're on to Litch. Also wir sind jetzt wieder bei Litch. Section 5. Do you remember In what the title is Abschnitt 5. Wie war die Überschrift dort? The time of the end die and the end itself. Die Zeit des Endes und das Ende selbst. And he's dealing with what? book, und What chapter? Worum geht's und um welches Kapitel? He's dealing with chapter 11. and chapter 12. Es geht um Daniel 11 und 12. Chapter 11 is what phrase? Chapter 12 is what phrase? Daniel 11 ist überschrieben mit Zeit des Endes, Daniel 12 mit Chapter 11 is the time of the end. Yes, I got it. Chapter 12 is the end itself. Und Kapitel 12 is das Ende selbst. I'll just read what he says, page 88. Ich lese Von Seite this is Josiah Litch's book. It's called APEC. Das Buch von Josiah Litch mit dem Kürzel APEC. And I'm on page eighty-eight. Und ich bin auf Seite 88. He says, sorry, yes. He says the prophecy of Daniel. the Weissagung Daniels. In the eleventh and twelfth chapters. Im 11. und 12. Kapitel. Unlike the former, which means the previous chapters. Also nicht so wie die vorherigen Kapitel. Is communicated not by prophetic emblems or em symbology wird nicht, uh, wait a second, Termina, send it to me. Um, wird im Gegensatz zum ersten Kapitel nicht durch prophetische Symbole, but by direct revelation of the events of sondern durch direkte Offenbarung der Ereignisse der Zukunft vermittelt. Aber wie die anderen liefert sie uns eine Reihe von Ereignissen von den Tagen Daniels bis zur Auferstehung und Verherrlichung der Gerechten. interesting? Ist das nicht interessant? What's he just said? Was sagt er hier gerade? First of all, he said they're different, of course. Er, What's the difference? Er zeigt den Unterschied auf. Was ist der Unterschied? What does Uriah Smith call Chapter Eleven? Welche Überschrift gibt äh, dann äh, Uray Smith Daniel F? What's Litch saying? Also buchstäblich. Und was sagt Litch? He says it's the same thing. Er sagt, es ist genau das Gleiche. He says, There's no symbology, it's literal. Es gibt keine Symbolik, es ist buchstäblich. This is a literal That's how es ist eine buchstäbliche Verfüllung. So Erfüllung. Smith is saying the same thing as also Smith sagt das Gleiche wie Litsch. Es ist zwar alles prophetisch, aber er sagt, Is communicated not by prophetic emblems, Aber er sagt hier, es wird nicht durch prophetische Symbole äh, vermittelt, but by direct revelation. sondern durch direkte Offenbarung. Das heißt buchstäblich. Ob das nun richtig oder falsch ist, darum geht es mir hier jetzt nicht. Aber nur so, wir wissen, wenn Smith es sagt, He got that straight from Lich. Ich will äh, nur, dass ihr wisst, wenn Smith solche Ausführungen macht, dass er das direkt von Litsch übernommen hat. So Litsch geht also durch dieses Kapitel hindurch: Medo-Persien, Medo um, Mazedon, das mazedonische K äh, Königreich, also Griechenland, Rom, Rome, die jüdische und christliche Geschichte. And we'll stop there. Und dort machen wir Halt. That's Section five, that's chapter 11. Das ist äh, Abteilung 5, also Kapitel 11 von Daniel. If you go to verse two, Wenn wir uns Vers 2 anschauen, 11, two. It elf says, Vers 2, Es werden aber noch drei Könige in Persien aufstehen. Wo ist die Symbolik wo ist da die Symbolik? No Keine Symbolik. Es heißt dort, der vierte wird wesentlich reicher sein als die anderen. Symbolisch? Nein. Er wird alles ähm, gegen die Macht Griechenlands. Aufbegehren. Gegen das Land Griechenland aufwühlen. No Keine Symbolik. Verse A king shall stand up. Vers 3. Ein mächtiger König wird aufstehen. Verse four. Vers 4. Sein König wird äh, zerbrochen und zerteilt in die vier Himmelsrichtungen. Not to his children und nicht seinen Kindern übergeben. All Alles buchstäblich. So all I want is to see, Alles, äh, ich möchte, dass ihr erkennt. To a great degree, if we can just agree on that. Äh, äh, und zu einem großen, äh, äh, großen Grad können wir damit übereinstimmen. Lich's his argument. Äh, die Argumente von äh, Lich. assertion that it's literal is actually correct. Um, die Argumente von Litsch sind äh, buchstäblich und damit liegt er richtig. Wenn du ähm, dir das, äh, das, äh, die Arbeit von Litsch anschaust, dann ist alles, dann können wir alles buchstäblich verstehen. Then he says, dann sagt er, from verse five. to 14 from verse 5 to 14 we have a prophecy about the war haben wir weissagung über einen krieg between whom this is 89.4 89 page 89 äh, Neun seite 89.4 89.4 from the 5th to the 14th verse Vom äh, fünften bis vierzehnten Vers We have a haben wir eine Weissagung über einen Krieg, äh, der zwischen zwei Mächten ausgeführt wird. Der König Nordkönig Syrien, Südkönig Ägypten. Hat er damit recht? Yes, it's, it's all correct. Stimmt alles. Now I don't know if we know from memory, ich weiß nicht, ob wir das äh, nun auswendig so weitergeben können. Which verse is the verse for Raphael and which verse is the verse for Panem? Do we know? Of the welcher of Vers handelt von Raphael und welcher von Panem? So, um, you're going to say it's eleven and 15. Also Vers elf und fünfzehn. So, I'm not going to check. Ich überprüfe das jetzt nicht. Also jemand kann the the das prüfen oder auch online. You have it in your notes? Good. Sorry, you said what? 11 ist Raffia und 13 und 15 ist Pania. From Daniel 11? Yes. I'm going to say it's verse 11 and verse 13. Ich würde sagen verse 11 und 13. Yeah. So und it's in this section where he talks about these two uh, the wars between uh, the north and the south. In diesem Abschnitt spricht er also über den Krieg zwischen Nord und Süd. The only way we ever worked out Um, Raffiumpanium. Der, der, der einzige Art und Weise, wie wir an äh, Raffi und Panium herangegangen sind. Let me rephrase that. The only way we worked out 2019, 2021. Ähm, wie wir auf 2019, 2021 gekommen sind. In 2016, what did we used to call it? Ähm, Im Jahr 2016, wie haben wir das genannt? We used to call it midnight and Midnight Cry. Wir haben es Mitternacht und Mitternachtsruf genannt. So midnight Midnight Cry 19 and Mitternacht Mitternachtsruf Vers 19 und nein 2019 und 2021. They were created from two literal battles. Ähm, diese Jahre wurden ähm, durch zwei buchstäbliche Kriege kreiert. Weil sie äh, buchstäblich geschrieben wurden. We could do what? Konnten wir was damit tun? Not just apply them, wir konnten sie nicht nur anwenden. <coughs> we could do what? No, no Keine Anwendung. It's because the verses were written out literally, weil die Verse buchstäblich geschrieben sind. That we could do what? konnten wir was tun? Let me see if I can find another verse to give you a clue. I don't want to give you the answer. Ich gebe euch die Antwort. Ich schaue nach einem anderen Vers. Ich gebe euch nicht die Antwort, aber einen anderen Vers. Ähm. Um. Okay, so go to 22. Uh, wir schauen uns Daniel 11, 22 an. And we're just gonna look at the last part. Wir schauen auf den letzten Teil. Also the of the für wahr auch der Fürst des Bundes. But I add one more word. Und ich möchte ein Wort hinzufügen. What's the word Was ist der, uh, das Wort vor für wahr? Verse twenty-two, broken, zerbrochen. So who's also going to be broken? Wer wird also auch zerbrochen werden? The Prince of the Covenant, der Fürst des Bundes. Okay, so what is that? Was bedeutet das? Now what is the Prince of the Covenant being broken? Was bedeutet es, dass der Fürst des Bundes zerbrochen wird? Cross, the Kreuz. the Crucifixion, Kreuzigung. How do you know it's the Crucifixion? Woher wissen wir, dass es die Kreuzigung ist? Because it's not. What language is this? Not. It's not symbolic or spiritual language. Es ist keine symbolische oder übertra äh, übertragene Sprache. It's literal language. Es ist buchstäbliche Sprache. So my question is. Meine Frage lautet nun. Verse eleven and thirteen. Vers elf und dreizehn. What was my question? Wie lautete da meine Frage? No that wasn't my question. My question And was literal, then, Because it was literal. Weil es äh, buchstäblich war. What did we know? Was wissen wir deshalb? No, nothing to do with Sunday law. Hat also nichts mit dem Sonntagsgesetz zu tun. The of what? Of Die Eigenschaften von was? Not those waymarks of what? What kind of battles were they? Welche Kriege waren das? Not symbolic. Nicht symbolisch. What kind of battles were they? Welche Kriege waren das? Not who? Es geht nicht um wen. They were literal battles. Es waren Sorry. buchstäbliche Kriege. Wenn die Verse in symbolischer Art und Weise geschrieben worden wären, was hätten wir dann nicht herausfinden können? Wir hätten dann die buchstäblichen Kriege, Schlachten nicht herausfinden können. Aber weil die Verse buchstäblich geschrieben sind, kannst du buchstäbliche Schlachten auch finden. That's a really significant point. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben das nicht in der uh, Fülle geschätzt, als wir uns diese Geschichten angeschaut haben. The to be written literally, Die Verse mussten buchstäblich geschrieben werden, damit wir so that we could understand what literal battles were being damit wir dann verstehen können, welch, um welche buchstäblichen Schlachten es ging. So saying, ich sage deshalb, without being too precise, ohne nun zu sehr auf den Punkt herumzureiten, äh, die Annahme von Litch ist richtig. Chapters, Aber anders als die anderen Kapitel. You've got bears, lions, Dort haben wir Bären, Löwen, Iron Beasts, ähm, eiserne Tiere, goats, Ziegen, you've Böcke. All of these symbols. Das sind alles Symbole. Chapter 11 is not written that way. Aber Kapitel 11 ist so nicht verfasst. It's real people, real kings. Es sind wahre äh, Menschen und wahre Könige. Wenn es dort heißt Norden, dann meint es auch Norden. Und es ist Literalness und diese Buchstäblichkeit half uns dabei, ähm, Raphia und Panium auszumachen. Und dann haben wir etwas gemacht, wozu äh, Litch und äh, Smith nicht in der Lage waren. To see what. Nämlich was zu sehen. Das ist nicht nur Progression, es ist nicht nur Fortschritt, dass wir in die Verse gehen können und die Technik von Wiederholung und Erweiterung benutzen können. So if you're use repeat and enlarge, also, wenn wir diese Technik benutzen, we wouldn't call it that, would we? wie würden wir das nennen? We'd go from, we'd go from literal wir gehen vom äh, Buchstäblichen to zum äh, Geistlichen. We'd call it line upon line. Wir nennen es Linie auf Linie. We take that story Wir nehmen diese Geschichte nun and we bring it to our own. und äh, verlagern sie in unsere eigene Geschichte. Vielleicht würdest du es nicht Linie auf Linie nennen, weil es ein ähm, Ereignis in, in der Einzahl ist. Who took that simple model Wer hat dieses einfache Modell genommen von zwei Ereignissen? Einzelnen Ereignissen And opened up a whole new history. und dabei eine völlig neue Geschichte eröffnet And actually turned it into line upon line. und es dann äh, so gemacht, dass, äh, dass wir das Linie auf Linie sehen können. Ellen no, White, White hat damit nichts zu tun. No. From Australia. Von Australien eine Person. Schwester Tess hat die ganze Geschichte eröffnet und sie auf eine Linie gebracht. We call it the line of Pyrus. Wir nennen es die Linie von Pyrrhus. Mit der ganzen Geschichte, die damit verbunden ist. But it could only have happened, Aber es hat nur geschehen können, wenn du literal Verses, Wenn du buchstäbliche Verse verstehst talking about literal histories. und äh, die dann über buchstäbliche Geschichte sprechen, Because what she then did was, what? was hat sie danach getan? Speak about literal battles, sie hat über buchstäbliche Kämpfe gesprochen, that I found where? die man wo fand. In, which verse? In welchem Vers? In, no verses. In keinen Versen. Because she's building upon the work of whom. Denn sie hat ihre Gedanken auf das Werk von je wem aufgebaut? She's upon the work of Nämlich auf Litsch. Exactly sie hat die gleiche Methodik benutzt. And have not fully or that. Und äh, die Geschwister haben das nicht voll völlig realisiert oder auch geschätzt. I want us to see ich möchte euch aufzeigen, movement, dass die Schlacht zwischen Future for America und dieser Bewegung was inevitable. war ähm, unausweichlich. It had to happen. Es musste passieren. Why? Und warum? Why did it have to happen? Warum musste es passieren? Because they had rejected what? Denn sie haben was abgelehnt. They had rejected the work of Lich. Die haben die Arbeit, das Werk von Litsch abgelehnt. Even though they don't it. Obwohl sie es nicht erkannt hatten. They think they've rejected Lich? Gehen sie selbst davon aus, dass sie Litsch abgelehnt of course haben? They haven't. Natürlich nicht. They've accepted Lich here. This is Lich. Das hier ist Litsch und das haben sie akzeptiert. Offenbarung 9, 1840. But in reality, they had rejected him. Aber in Wirklichkeit haben sie abgelehnt. When Brother Chawatoo um, and the people that he was studying with, äh, als Bruder Chawatu und die Leute mit denen er when they discovered Raffia and Panium, ähm, äh, Raffia und Panium ausfindig gemacht hatten, in the presentations that you heard from him. Und in den Präsentationen, die du von ihm gehört hast, hast du da erkannt, dass er aus dieser Perspektive an seine Studien herangegangen ist. Of being die Notwendigkeit, dass es äh, buchstäblich geschrieben wurde. Dass Smith Smith, Daniel 11, die Überschrift zu Daniel 11 als buchstäbliche Prophezeiung no, überschrieben didn't. hat. Nein, so war es nicht. He didn't that piece of the puzzle, Schauertour hat den Teil des Puzzles nicht erkannt. Aber auf der Tatsache hat er beharrt. He comes up with the right realize? what is realize? He didn't Okay. Aber seine Antwort war richtig. Er hat den Vers gesehen. Uh, they're, they're Sie sind buchstäblich geschrieben. Easy Und es relativ einfach into the in die Geschichte hineinzugehen. And find the battles that tie up with Versen äh, Schlachten zu finden, die mit diesen Versen übereinstimmen. Wenn du die Verse von 5 äh, von, von bis 14 verfolgst, dann siehst du die buchstäbliche Geschichte. Then these two battles, dann hat er diese zwei Schlachten herausgefunden and he can them in the und er hat sie in den Versen erkannt. He er hat alles richtig gemacht. However, aber dennoch, this issue of the literal nature of the chapter, das Thema des äh, äh, des Buchstäb dass das Kapitel buchstäblich geschrieben wurde, he either doesn't discuss or he's not aware of. hat das entweder nicht diskutiert oder er wusste nichts davon. And I'm he's not aware of it Und ich würde mal vorschlagen, er hat davon nichts gewusst. Because he's a product of. Whom or what. Denn er ist das Produkt von wem oder von was? He's a of this or FFA. Er ist ein Produkt dieser Bewege oder von Future for America. As all of us were. Wie alle von uns. Elder Tess, Schwester Tess is take this same, um, dynamic? hat die gleiche Dynamik angewandt, literal literal verses, buchstäbliche Geschichte oder Verse going to battles, und äh, sie dann in buchstäblichen Schlachten aufgezeigt and then other battles, und dann hat sie andere Schlachten entdeckt, die in dieser Geschichte enthalten sind, aber in den Versen finden wir sie nicht. Und dann hat sie hat sie diese Schlachten untersucht und darauf aufgebaut? Und jetzt benutzt sie symbolische in an interesting way. Äh, Symbolik in einer sehr interessanten Art und Weise. What's that way? Was ist diese Art und Weise? The key that un that all of her Was ist der Schlüssel, der all ihre ähm, Studien ähm, entschlüsselt? Buch. Chapter. Das Buch und das Kapitel. Acts 27. Apostelgeschichte 27. The number 273. Die Zahl 273. And then Numbers. Und dann vierter Mose. The book Numbers. Chapter 3. Kapitel, vierter Mose, Kapitel drei. Numbers chapter 3. I thought you said he didn't know I was wrong. <laughs> um so she's going to use these two stories. Also diese zwei Geschichten gebraucht sie nun. So take the number 273. The Num number So to take the number 273. Also sie nimmt die Zahl 273 aus Apostelgeschichte. From Acts 27. I got it. Yep. And then she's going to take um that number und dann nimmt sie diese Zahl, found in the book, Numbers, chapter three, die man auch im 4. Mose, Kapitel 3, findet. And she's gonna find one und sie findet dort ein Symbol: the Levites. Die Leviten. So she's gonna connect Levites to 273. Also sie verbindet die Leviten mit der Zahl 273. Then she's gonna go back into 11. Dann geht sie zurück nach Daniel 11 battles und sieht die Schlachten dort. And then the year 273 BC und entdeckt das Jahr 273 äh, nach Christus, äh, vor Christus so that's a relatively complex series of steps that she's gonna take das ist eine ein relativ äh, schwieriger, schwierige Schritte die sie da unternommen hat compared to the elegantly simple approach that brother Chawatu took äh, im vergleich mit dem Relativ einfachen Herangehen, den Bruder Showertour gewählt hat. Also, es war nicht Showertour, sondern auch seine Frau literal. Also, was ich euch mitgeben möchte: Das Kapitel muss notwendigerweise buchstäblich gelesen werden. Open it up. Ansonsten kannst du es nicht öffnen. In order for um, und to do their work. Um, äh, damit äh, und Kimbley ihre Arbeit haben tun können, And then for Tess to continue that work. und äh, für Tess, dass sie diese Arbeit dann fortgeführt hat. No. In, Revelation 9 In Offenbarung 9 you have time prophecies. Hast du Zeitweissagungen? die Zeitweissagungen helfen dir diese Gesch Geschichte äh, zu lokalisieren. Da gibt es two. Da gibt's zwischen beiden ein großer Unterschied. In Daniel 11 bekommst du diese Informationen nicht. What you do have in Daniel 11, was in Daniel 11 hast, is the story about, as he calls it, the Macedonian Empire, we would call it Greece. Is the äh, Geschichte über das Macedonian Reich, or we would call it Greece. And what he does, Und was er getan hat, basically, um, this is funny because he's writing a prophecy. Uh, so Litt, he's not there. Ähm, das ist ähm, spaßig, denn er schreibt, Litsch schreibt eine Weissagung. Daniel, sorry, Daniel's writing a prophecy. Daniel, Entschuldigung, Daniel schreibt eine Proph Prophezeiung. Und er schreibt diese Weissagung so, als wäre er ein Historiker. He ein says be these kings. Then they'll have these battles. Da gibt es nämlich diese Könige und die Schlachten. There will be this intermarriage. Und dann gibt es eheliche Beziehungen. You know, uh, this relative will be killed and that one won't be. Und dieser Verwandter würde getötet werden, der nächste aber nicht. It's straight history. Das ist reine Geschichte. And because it's history. Und weil es Geschichte ist. We can cross-reference the history of Daniel with the history. From a secular writer. Dann können wir die Geschichte der History of Daniel wie, wie können wir compare cross reference Cross reference. It's compare uh, könnten wir die Geschichte Daniels mit compare, yeah. äh, mit ähm, äh, Geschichtsschreibern vergleichen And the secular writer will give the dates and the Und, name of the battle. und der weltliche Schreiber würde die Daten dazu liefern äh, zu den Schlachten. And the are Daniel, und weil die ähm, Geschichte in Daniel wortwörtlich geschrieben ist, kann man sie overlay. Kann man äh, Daniel, das Buch Daniel und die weltlichen äh, Schreiber übereinanderlegen? If it didn't give the details, the literal details. Uh, wenn auch die buchstäblichen Details nicht gegeben werden, you be able to wenn, uh, wenn sie nicht gegeben werden, würde man nicht uh, lokalisieren können, wo sich die Dinge befinden. It's now to go back to and not es ist schwierig, die Studien von Chauveau und Kimbley anzuschauen, weil sie nicht mehr online zu bekommen sind. But if you Go through their studies, Aber wenn du dir die, äh, die Studien anschaust and you see how they locate and Panium, und dir anschaust, wo sie Raffia und Panium hinlegen, dann ist das alles basiert auf äh, einer buchstäblichen Lesart dieser Verse. Ohne diese buchstäbliche Lesart, könnte man die Schlachten nicht lokalisieren in okay. der Geschichte. To to ich wollte höflich gegenüber Litch sein. Ich wollte nicht... Ähm, in die Verse gehen und dann äh, auch zeigen, dass bei Litsch manches symbolisch auszusehen äh, ist. For instance, verse 31. Zum Beispiel Vers 31. They shall place the abomination that maketh desolate. Und sie werden die Gräuel einsetzen, der verwüstet. So, um, you could argue that that's relatively symbolic language. Und du könntest jetzt sagen das ist doch eigentlich symbolische Sprache. Litsch würde vielleicht sagen, es ist nicht so, aber es scheint symbolisch zu sein. I guess I'm not sure which you're to. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen, welchen Vers du im Kopf hast, als Beispiel. In In Daniel gibt es sehr wenig in daniel 11, yes, in daniel 11, there's very little uh, symbolic language. even if you go to verse 30, it talks about the ships of chittim. even uh, if you go uh, to verse 30, it talks about the chittim ships. you could argue chittim is symbolic language, but if you did a study on that, you'd see it's, it's relatively literal. Du sind symbolische Sprache, aber wenn du es dir genau anschaust, dann siehst du, dass es buchstäblich gelesen so, werden kann. Ich würde äh, Litch eine äh, po äh, Poetik zuschreiben, when, uh, when he says it's a literal prophecy. wenn er sagt, es ist eine buchstäbliche Prophezeiung. Denn das meiste, was er geschrieben hat, ist buchstäblich. Well, es sind nur einige Dinge, wo wir dann vielleicht sagen könnten, das wäre doch symbolisch. Okay. Um, okay, so, what we want to do, was wir also tun wollen, he speaks about all these powers running down chronologically. Daniel Rollage. Daniel, oder die Kommentare von Litsch zeigt alle Mächte buchstäblich auf. Section five. Sorry. Chronologisch auf. Section five in Abschnitt 5 is ist überschrieben mit die Zeit des Endes und das Ende selbst. What Litch wants to do, Litch möchte hier nun folgendes. He wants to skip er möchte durch das Kapitel durchgehen. Bring you to the the final point. Er, er möchte das praktisch übergehen und äh, gleich zum Höhepunkt kommen. er bringt dich dann im äh, Abschnitt 6 zur Offenbarung. Die Überschrift lautet die drei Wehe und die zwei Zeugen. And what we've seen, und was wir schon gesehen haben, dass LITCH die Technik über Wiederholung und Erweiterung anwendet. Three woes, drei Wehe. Islam. 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 Oh. Three woes, drei, Islam. Drei Wehe. Also Islam. Two witnesses, Zwei Zeugen. France. Frankreich. Er bringt das dann zurück in Daniel 11 und 12. And he's show you that the issues that he wants to address, Und zeigt uns dass äh, die Themen, die er hier ansprechen möchte. When he talks about the time of the end, wenn er über die Zeit des Endes spricht? The same two powers, Islam and France. Äh, die zwei Mächte Islam und Frankreich. We began looking at this. Wir haben das bereits schon angeschaut. Um, this morning, so we've got it on the board here. Wir haben es hier schon an der Tafel. The time of the end is not introduced in verse 40. Die Zeit des Endes wird nicht im Vers 40 eingeführt, which is what we normally what we normally discuss. What we, What we normally be, was teach. wir normalerweise lehren würden. Die Zeit des Endes wird kommt eigentlich im Vers 35 auf. Said B, it's the last part of the verse. Ich habe B gesagt, weil es der letzte Teil des Verses ist. So what we did was, also wir haben folgendes getan. 31, wir sind zu 31, äh, Vers 31 B zurückgegangen. It says what without looking. Was, äh, was äh, wird dort gesagt ohne zu schauen? What is that event? Um welches Ereignis geht es? Try and get the phrase. It's not setting up. have a look not the take away. nicht das wegnehmen Placed. sondern the, äh, einsetzen the taking away happens 30 years before das äh, wegnehmen geschah 30 jahre zuvor he shall place the abomination that maketh desolate er wird den äh, groll der verwüstung einsetz äh, der Verwüstet einsetzen 1131 part b That's im jahr 538 38 und zwar vers 31 Teil B. Welcher Vers ist damit verbunden? I'll give you the chapter. Oh, oh do you know? Yes. Sorry. She's asking was it connected to verse 31? I said yes. Okay. 11 11 vers 31 connects to 12 Ist verbunden mit Is Daniel 12. 20? Have a look. Chapter 12, verse... Nachschauen, bitte. Chapter 12, verse... Sister Esther? 11. Can you see that, Sister Aileen? Verse 11. 12, verse 11. In chapter 12, it says, set up. da wird aufgestellt äh, übersetzt so mit aufgestellt 1131 it, 11 it says place platziert oder aufgestellt okay so once it's placed wenn es äh, platziert ist dieses oil eingesetzt, you get to 35b dann kommt man zu, zu Vers 35b, die Zeit des Endes, 1798. im Jahr 1798. If you read verses 32 to 35, Wenn man die Verse 32 bis 35 liest, this is the history of the dark ages. dann beschreiben diese Verse die Zeit des dunklen Mittelalters, It says, des Mittelalters. All written progressively nicely in order. Es wurde alles in seiner ordentlichen Reihenfolge aufgeschrieben. Dann, We have, I've said 40 Part A. Dann habe ich äh, Vers 40 Teil A genannt. Wir könnten darüber streiten, ob dieser Vers unbedingt getrennt werden muss. But I've just assumed that it may be. Aber ich habe jetzt mal angenommen, man könnte es machen. Because 35 was split. Denn 35 wurde auch äh, unterteilt. Und dann haben wir 1. Und dann haben wir Vers 12, 1, Kapitel 12, Vers probation. 1, das Ende der Gnadenzeit. Und danach kommt die Zeit der Trübsal in Jakob. So between verse 40, the time of the end, Zwischen dem Vers 40, der Zeit des Endes, and the the und dem Ende der Gnadenzeit, im Daniel 12, 1, We've got verses 40, part B, to 45. stehen die Verse 40, äh, Teil B, bis 45. Und ich habe nach Überschriften euch gefragt, äh, wie haben wir das genannt? So said the last days, Jemand sagte, die letzten Tage. And this one, und hier, dieses, we called it 1260, haben wir die 1260 genannt. but we could also call it what what other title can we give Some people say Some we call it some people call it the dark ages Manche würden sagen das uh, Mittelalter Is it the minor bible verse? Tamina Bible verse? And what the book, chapter and verse? Buch Kapitel Vers. So this a title for this verse here, uh, for this event and the title? Nope. No. Nope. No. Nicht offenbar. And then, uh, I shouldn't say no. You tell me because just because it's different to me it doesn't mean it's no. Tell me wh where you're going. No. Oh, okay, yeah, we can call it the wilderness. I want another one there. We Wüste hier eintragen. Matthew oder verse. Matthäus 24 Vers Find the verse please. So I'm hoping it's in Matthäus 24. And not in Luke. Ich hoffe, dass Matthäus 24 nicht in Lukas ist. Yeah, Matthew 24. Sister Rayleigh, you find it in Luke, so you need to go to the harmony. Also such so du es in bitte. We'll give you the verse in 24. You find the verse in Luke. Such du bitte den gleichen If Vers in there. Lukas. You you Denn den gibt's dort. Okay. Also Matthäus 24, 21, da gibt es aber noch eine Version von äh, Lukas. And it's called what? Is it Tamina? Good. Und es wird genannt, so this is the great große Trübsal. Which is the same language that's found here. Das ist die gleiche äh, Sprache, die man hier findet. We call it Jacob's time of trouble, but what's the verse for that one, sister? And wir nennen es Jakobs time uh, Zeit der Trübsal. In welchen Vers würden wir hier einsetzen? Daniel. Daniel. Is it twelve one? So find the verse. Um, yeah, it is one. yeah. Daniel twelve, verse one. Daniel twelve one. Tell when you find the like, the verse, sister Aileen. Lukas so 21. Sollte da eigentlich ähnlich ausgedrückt sein. Daniel 12,1 the, the äh, 12, wird äh, die Zeit der Trübsal genannt. Sisres, can you find the verse in Luke? Can you help her? Esther, kannst du den uh, Vers in Lukas finden? We know the chapter. Wir wissen das Kapitel bereits. No, I know from I know it's from I want the verse if it's there. Ich möchte den Vers haben. Are we in Luke now? Sure, I think that's talking about about this. Not this. No. I just find the verse Luke, can, ich möchte den Vers jetzt there. in Lukas finden? Um, I don't know, you told me. Vers 22. Die Tage der Rache. Vers 24 wird genannt. So we've got the times of the Gentiles. Seit Zeiten der Heiden. Which verse did you say Sister Tamina? Vers 22 Tage der Rache. So Tage der Rache, Zeiten der Heiden. Yep, that's good enough. So we've got Tage der Rache und Zeiten der Heiden. Okay, so we've got verse 36 to 39 in between. Vers 36 bis 39 liegt also dazwischen. And my question was, Meine Frage lautete: how do we get this line of progression Wie bekommen wir diese ähm, Linie des Fortschritts and turn it into repeat and enlarge. und es umwandeln können in Wiederholung und Erweiterung? Und ich möchte jetzt nicht die Verse lesen. I'm not interested in the verses. Die Verse interessieren mich hier nicht. Was ich möchte, was wir tun möchten. is try to see how we would break up these, ver these, uh, these verses just from structure how would we. Do wie wir it? diese verse zerlegen können nur von der struktur her. cut the line. how would you suggest we would do this is the Tamina? Tamina, was wäre dein vorschlag wie man das angeht. Man sieht hier kein Sonntagsgesetz. Ich habe kein Interesse jetzt an den Details. Ich möchte jetzt nur wissen, wo man die Dinge hinlegt. Ich habe dies hier. Und ich habe 35 und die Zeit des Endes. Und dann. I've got 40 time dann, of the end. Dann habe ich 40 und Zeit des Endes. Agree with that? Stimmt ihr damit überein? Okay. So where would you put 41 to 45? Wo würdest du 40, 41 bis 45 äh, platzieren? So you're saying. Du sagst 41 to 45. 41 bis 45 ist Is nach Vers 40. You're certain about that? Bist du sicher darüber? Nein, ich bin 35. Okay, yeah, it's after You can demonstrate that? Kannst du das aufzeigen? Belegen? Du brauchst es nicht, You're aber Sure, that's the structure. Bist du sicher, dass das die Struktur ist? Es gibt kein Sonntagsgesetz hier. Es gibt hier nur. Wir schauen nur Vers 41 bis 45 an. Okay. So, if you're gonna do that, then tell me where 36 to 39 goes. Dann sag mir, wo du 35, Vers 35 bis 36 hinlegen würdest. Vers 36 bis 37 hinlegen würdest. So you're gonna say it's this. Du würdest also dieses vorschlagen. Meine Frage ist, siehst du äh, blickst du so auf die Geschichte? So what have you just done? Was hast du jetzt gerade getan? Du hast wiederholt und erweitert. Du sagst 40 bis 45 ist 36 bis 39. Ohne das überhaupt anzuschauen. Sister Esther, how would you approach these verses? How do you think? schwester esther wie würdest du da an diese verse hineingehen? if you want. was ich erkenne, ist päpstliches äh, heidnisches und päpstliches oh, Rom Pagan Rome, Papal Rome. und hier haben wir auch heidnisches und päpstliches Rom vielleicht haben wir USA heidnisch und geht über in päpstliches ob wir das sagen können Okay. So So let me just check if I understand what you're saying. You're saying Du sagst also? We have a line here. Wir haben eine Linie? We're not going to draw it this way. Wir zeichnen es nicht so. So, um, this is a different version. Ist eine andere Art und Weise? Your version says Deine Art würde sagen würde es so? 35 sagen. 35 And 40, und 40 you're saying these are the time of the end. und sagst, diese Verse sind die Zeit des the Endes. Same way mark. Gleiche Wegmarke. And you're saying und dann sagst du, 36 to 39 bis 39 happen at the same point. ereignen sich am gleichen Punkt. They're all at the time of the end.

Wenn du es uh, wiederholst und erweiterst, dann machst du dieses hier. The way you'd explained it? Du hast es so erklärt. These are the same way mark, Das sind die gleichen Wegmarken. And it gives some details about what happens in that way mark. Und sie geben uns einige uh, Details, uh, was in dieser Wegmarke passiert. Have to say maybe that's fine. So 1798, 1798. 1798, 1798. Everything in here must be 1798. Alles dazwischen muss 1798 sein. Because it clearly okay, not to look to the verses. Yeah, we're not looking at the verses. Yes. Wir haben also nicht die Verse angeschaut, sondern nur die Struktur. Okay. Great. Do you have an opinion about the Wolfgang? Hast du einen Vorschlag? No, no. No. Nein. Jonathan, hast du das heute Morgen mitbekommen? Was ich nicht tun möchte, ist die Verse anzuschauen, um die Antwort zu finden. What we know, Wir wissen, is that Lich dass Litsch und unsere Bewegung view these verses differently. diese Verse sehen. Verse unterschiedlich betrachten. We already know that. Wir wissen das bereits. Then, we try to who's or Bevor wir entscheiden, wer nun Recht hat, I know how we would verses, dann möchte ich wissen, wie wir an die Verse herangehen, with this mit dieser Struktur. It's well It's das ist eigentlich sehr klar you have belegt. Du hast zwei Zeit des Endes und dann wissen wir auch, dass es Wiederholung und Erweiterung gibt. And you know, und du weißt auch, it begins in 538, es beginnt im Jahr 538 and it ends at the close of probation, und endet mit dem Ende der Gnadenzeit. And so there is some level of progression. Und es muss eine Art von Fortschritt geben. In fact, the way Sister Esther has drawn this. Uh, so, wie Schwester Esther das uh, aufgezeichnet hat, It's exactly, um, a progressive story. ist genau eine fortschreitende Geschichte. 538, 538 1798, 1798, something's 1798. Irgendetwas passiert in 1798. du zum Ende des 1798. Und kommst du zum Ende des Jahres 1798. And then you move to und dann springst du zum Ende der Gnadenzeit. So ist all es Ist eine lineare ein linearer Fortschritt, wie sie es erklärt hat. The it, Aber äh, der Art und Weise, wie Tamina es getan hat. Ist sie hat die Linie geschnitten. I'm say she did it here. Ich würde sagen, sie hat es hier getan. Und dann sie said time Zeit the, the end, which is repeat and enlarge. Zeit des Endes, Zeit des Endes ist eine Wiederholung und Erweiterung. And the that come after 41 und die Verse nach Vers 41 ist die Geschichte, die dem Vers 40 folgt. Und dann sagt sie, 36 bis 39 ist das gleiche Muster, denn sie folgen dem Vers 35. Do you have an opinion? Habt ihr noch Vorschläge? Rightly or wrongly. Richtig oder falsch? I'm going to say. Ob es richtig oder falsch ist, ich behaupte nun. When you take this. when du dies hier dir anschaust. Uh, I do it in blue. I'm going to put a tick on what what these people in the movement are pretty sure about. Ich äh, mache jetzt ein Zeichen äh, dorthin, wo wir in der Bewegung ziemlich sicher sind. Sure wir haben gezeigt, das äh, ist das heidnische Rom. Sure, wir sind sicher, dass das die Trübsalzeit ist. Sure, Und wir sind auch sicher, The last days, dass dies die letzten Tage sind. And we're sure about Jacob's time of trouble. Und wir sind auch sicher über die Zeit der Trübsal in Jakob. So we're sure about almost all, of this, Alles, all diese Punkte sind uns eigentlich klar. Except this bit here. Außer dieses kleine Stück hier. Also, ohne zu viel von unserem vorderen Wissen zu bringen, was wir denken, die Versen beibringen, Sorry, please again. Without bringing up foreknowledge to what these verses teach. Ohne schon -knowledge. schon voraus äh, Vorwissen mitzubringen, was diese Verse lehren. How would you approach a structure like that? Wie würdest du an die äh, so eine Struktur herangehen? Without knowing what any of the verses mean. Ohne dass du äh, irgendetwas über diese Verse schon weißt. Ja. Yeah. Thomaskin. So He just asked me who I'm, who I'm talking to. He said who am I talking to? I said I'm talking to him. I'm saying if you go to the history, you know, pagan Rome, you know, this is a tribulation we've worked all of this out. It's this bit that we're unsure about. This bit is unusual. D dieser Teil dazwischen ist ungewöhnlich für uns. Alles andere ist uns eigentlich klar. I put the line back. ich nehme die linie etwas zurück Where? ich würde sie schneiden aber wo Just here? genau so you hier exactly this? würdest du genau das auch machen If you cut it here, wenn du es hier, wenn du die linie hier schneidest then you're saying, dann sagst du That this is a line. Dass dies eine Linie ist, there's a waymark here. And here a weekmark is. So 36 to 39 is part of this story. 36 bis 39 is teil dieser Geschichte. And 40, I'm gonna call that 41 to 45. And 4145 is part of this story. Ist teil dieser Geschichte. Which is what we did here. Das haben wir hier aufgezeigt. When I drew this. Als ich das gezeichnet habe, habe ich äh, nur eine Linie gezeigt und weiß jetzt nicht, wo ihr die Ereignisse hinlegt. Now, Aber ich mache nun dies. Thing, denn beide sagen, drücken das gleiche aus. Du hast immer einen St Startpunkt oder eine Linie, die beginnt und die dann fortschreitet. Nach Vers 39 kommt Vers äh, Daniel 12, Vers 1. Sure. Sicher. So. What we could know. Was wir wissen können. Is this. Ist Folgendes. Let me do it this way. Ich mach's mal so. 40. 40 35. 35. Done that, yes? Sorry? Sorry?

and then you go from 40 und dann hast du hier vers to 12, 40 und dann 12 vers 1 You said that now when you go from 35 so this would be 41 to 45 wenn du hier 35 hast wäre dies 41 bis 45 and you've got 36 und hier ständen 36, 39. 36 bis 39 wenn du also äh, Wiederholung und Erweiterung hast, This history dann ist diese Geschichte, could go to here, bis, äh, dann kann die Geschichte bis hierhin gehen, it could go a little bit past, aber sie können auch etwas weiter darüber hinausgehen. Was ich gesagt habe, wir haben diese zwei äh, Linien als Muster genommen. Und ich habe beide Linien zusammengefügt. 40 to 30, 14, 35, are the same point. 35, 40 sind der gleiche Punkt. We have 12, 1. Dann jetzt 12, Vers 1. So is 40 to 45. Dann ist die untere Linie 40 bis 5, 41 bis 45. All I'm saying is, das, was ich euch sagen möchte, ist, dass Top-Historie dass die Geschichte hier oben 36, 39, 36 bis 39 mag dich nach Daniel 12, Vers 1 führen oder auch nicht. The could take you past or 12, Sie können dich etwas über Daniel 12, Vers 1 hinausführen oder davor schon aufhören. We could have that Diese Berechtigung haben wir. Und der andere Punkt, den du den anderen Punkt, den, der hier gemacht wurde, Because an enlargement, weil das eine Erweiterung ist, each line, dann ist jede Linie, line one and line two, Linie 1 und 2, uh, würde etwas unterschiedliches lehren. So, 35 und 40, 40 würden beide würde verschiedene Aspekte des gleichen Jahres aufzeigen. Line one, Linie 1, 35, 35 would be wäre 1798, 1798 und, it's the beginning of this story, und ist der Beginn dieser Geschichte, the story of the 30s. die Geschichte der 30er. But verse 40, Aber Vers 40, the second Line, das ist die zweite Linie. Is exactly Ist das gleiche Ereignis? But it's the beginning of a different story. Aber ist der Beginn einer anderen Geschichte. The story of the 40s. Die Geschichte der 40er. 40er verses, ja? Yeah? yeah. Der 40er Verse. Is that a fair representation of what you've said? Ist das ähm, fair, was äh, oder richtig, wie du es? Habe ich es richtig ausgedrückt? Do you think So the only thing we disagree on is that uh, 39, you're saying it has to be you to 12.1, uh, where you then say it must be you to 12.1, and I'm saying it may or may not, and I'm saying it may or may not, and I'm saying it may or may not, and the reason I said that Der Grund, warum ich das so sage, is because we have arbitrarily stopped at 12.1. Uh, arbitrary. Wir haben bewusst in Vers äh, 12.1 12, 1 gestoppt. Ich, ich hätte auch äh, Vers 12, Kapitel 12, äh, Vers 2, 3 oder 4 wählen können. We know, Denn wir wissen, that chapter 12, dass Kapitel 12 eine Fortführung von Kapitel 11 ist und irgendwo dann aufhört. So I'm that it stops at verse three. Ich würde vorschlagen, dass äh, es in Vers 3 aufhört. Denn uh, uh, in Kapitel 12, Vers 4 beginnt ein neues Thema. Okay with that? Seid ihr damit einverstanden? So, instead of 12, 1, I could have put 2 or 3. Anstelle von Daniel 12, Vers 1 hätte ich auch Vers 2 oder 3 dorthin schreiben können. So 39 Vers 39 könnte Daniel 12, Vers 1, 2 oder 3 sein. However, it could have been verse 45. Aber es hätte auch Vers 45 sein können, It's part of the same chapter. denn es ist Teil des gleichen Kapitels. So all I'm saying is. Just because they're parallel histories, ähm, was ich sagen will, nur weil es parallele Geschichten sind, Geschichtsabschnitte sind, the fact that stories, äh, ist äh, die Tatsache, dass es unterschiedliche Geschichten sind, gives us the that they could end at gibt uns die Berechtigung, dass sie an verschiedenen Punkten aufhören können. We could have said this. Wir hätten es folgendermaßen ausdrücken können: in 35. Äh, Im Vers 35 hat sich irgendetwas ereignet. The King did some great work Der König hat große, große Taten vollbracht and then died. und dann ist er gestorben. So maybe that's what that line is. vielleicht geht es darum in dieser Linie. But this line Aber in dieser Linie could about all of his and his könnte es über die ganzen Schlachten und Erfolge sprechen und die Erfolge könnten detaillierter in äh, weiteren Versen dargestellt werden. So this could have been his and his das könnte seine Fehlschläge und das sein Erfolg sein. It und es heißt nicht unbedingt, dass sie an äh, äh, dass sie an einem Punkt enden können, aber es kann auch sein. Die Verse selbst bestimmen das. If that sounds reasonable, it doesn't to you. When das logisch erscheint. Sure, I was only I was because I, I didn't not even looking at the verses, just hy hypothetically, just giving two stories. What was the last thought for translation? Um, so she said. Sie sagte, She thinks this is success and this is failure. Sie sagt, uh, oben is Erfolg and unten ist Fehlschlag. So, uh, it may well be. Das kann so sein. So what we're gonna do tomorrow, Was wir morgen tun werden, is we're look at these verses, uh, da werden wir uns die Verse anschauen, to determine, um dann zu bestimmen, what kind of a structure we actually do have. welche Struktur wir tatsächlich haben. So, Im Moment so, haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten: die Rule 1798. Uh, beide uh, stehen im Jahr 1798. Or we break the line and it's and Oder wir uh, sch schneiden die Linie, dann ist es uh, Wiederholung und Erweiterung. Or Oder is there a third es gibt noch eine dritte Möglichkeit, vielleicht. Es hängt davon ab, wer der König ist. Was ich nicht der wir wollen jetzt noch nicht die Details der Verse anschauen, denn das ist entscheidend. Für mich, to my Gemäß meines Verständnisses wäre das der normalste, die normalste Art und Weise, diese Geschichte darzustellen. Now an way would be this. Eine Art und Weise, die nicht so normal wäre, ist folgende. Break the line here. Schneide die Linie hier. And then what you would have, was du dann vorfindest, is the story of the 1260, ist nämlich die Geschichte der 1260 Jahre. It ends here. Endet hier. And then what you have here, Und was du hier vorfindest, what would this be? was wäre denn das? What would this be? 13, was 36, wäre diese 39, Geschichte von 36 bis 39? Be, oh, sorry, 30. Ja, yes, yeah, ja, yeah, sorry. This would be the 1260, das wären die 1260. Leading up to the time of the end. Die zur Zeit des Endes hinführen. Bringing you, post, Sorry? Uh, bringing you after the time of the end. Und uh, sie führen dich bis nach der Zeit des Endes. So, therefore, the time of the end would go underneath. Deswegen uh, würden die beiden Zeit des Endes untereinander liegen. We'll try and redraw this tomorrow. Wir werden das morgen nochmal neu zeichnen. Aber ich möchte jetzt versuchen, aufzuzeichnen, wie die Linien dann aussehen würden. We'll do it this way. Wir machen es so: 35, 35 31, 31 and this line would end here. Und diese Linie würde hier zu Ende sein. Ja. Yes? Yeah. Und dann die the Linie unterne. Und die Linie darunter, this would be 40, das wäre 40, and this would be, und das wäre, uh, this would be 36, wäre die uh, Vers 36, uh, and this would be 37 to 39, und das wären die Verse 37 bis 39, 41 to und 41 bis 45. Du hast also drei Möglichkeiten, diese Linien aufzuzeichnen. Either 36 to 39 Entweder 36 bis 39 is the 1260, sind die 1260 oder ich nenne es die Zeit des Endes, As Alan White would say, wie Alan White es ausdrücken würde. We're in the time of the end. Wir befinden uns in der Zeit des Endes or the last days. oder in den letzten Tagen. So 36 is either the last days, die Vers 36 sind entweder die letzten Tage or 1798, oder 1798 or the 1260. oder die 1260. You've got one of those three options. Eine dieser drei Möglichkeiten haben wir. Und weil ihr doch äh, kluge Leute seid, könnt ihr mir in der Morgenklasse noch eine vierte Linie zeigen. 16 of us. We've got 11 and we've got here. Wir sind insgesamt 17, 11 on, äh, online und fünf hier in der Gruppe. We have three options on the board. Wir haben drei Möglichkeiten auf der Tafel. And see if we, if there's a fourth, if you can think of one. Und überlegt euch, ob es noch eine vierte Möglichkeit gibt. Ich möchte, dass wir Folgendes erkennen. Wie lesen wir die Verse in dieser Gruppe? Was was hat Litsch von diesen Versen gesagt? Und was hat die Bewegung gesagt über diese Verse? Sind sie the 1260? The Oder die Zeit des Endes? Are 1798? Oder 1798? We have three options. Wir haben drei Möglichkeiten. Und wir haben drei Menschen. Wer sind die drei? Litsch Litch. Litch, Elder Jeff or the movement in the past. die äh, Bewegung in der Vergangenheit. mit äh, ältesten Jeff Pippinger. The movement in the present. Die Bewegung heute jetzt. Maybe it's too bold to say the movement because we're only a class. What this class believes. Was diese. Es ist vielleicht etwas kühn, von der Bewegung zu sprechen, denn wir sind ja nur wenige hier sondern wir sagen, was diese Klasse hier glaubt. It's not about the numbers, es geht nicht um die Zahlen, it's about the sondern es geht um die Autorität. Wir müssen äh, jetzt festlegen, ob wir als Bewegung die äh, Autorität haben oder nicht. But Aber wir sind ja demütig. Well, just call it the class. Wir sagen äh, doch, wir sind nur eine Klasse. Litch, Litch, Or oder diese Gruppe. Three options, Drei Möglichkeiten. 1260. Time of the end, Zeit des Endes. Oder 1798. Oder 1798. At the time of the end. Oder uh, seven, what again. The 1260. 1260 before the time of the end, vor der Zeit des Endes. At the time of the end, an der Zeit des Endes. In, the time of the end. in der Zeit des Endes. Three Drei Möglichkeiten. Let's pray. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater. Wir danken dir für deine Güte. Wir bitten dich, dass du uns leitest und äh, führst. Wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir zusammenkommen können, um zu studieren. Wir bitten dich um Weisheit und Verständnis. bless us. We pray in Jesus' name. Und wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns segnest. Amen. Amen.